Als Belohnung kriegen wir bestimmt einen Pullover. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt schon zwei, wow. Ich habe gleich mein viertes. Das ist Buni, die Schafflüsterin. Ja. Komm her, Schaf, komm her, Schaf. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Dragon Prophet. Ich bin aber nicht alleine hier, ich bin hier zusammen mit Hardy. Das ist der Dancer, ja. Ja, der Dancer hier neben mir. Ich zeig's euch mal kurz. Wie toll er sich bewegen kann. Hey Baby, ich kann zwar nicht kämpfen, aber dafür bin ich ein verdammt guter Tänzer. Ja, wir spielen uns hier gerade in das Spiel ein. Und erste Folge war eine leichte Überforderung von den ganzen Sachen, die hier einfach neu sind für uns. Aber ich denke, langsam wird's so. Ja, so langsam. Wir brauchen noch, also ich brauche noch einen Schnabel. Und zwei, ich weiß gar nicht. Schnabel? Ach da, hier, vergifteter Rosenschnabel. Da ist er, pass auf. Ich bin jetzt schon, ich habe viel zu viele Fähigkeiten drin. Ja, das ist wirklich ein bisschen überfordernd, muss ich ehrlich mal sagen. Okay, ja, hier muss irgendwo ja noch was von den Viechern rumtanzen. Oh, guck mal, das ist eine Zombiefrau. Ich finde das super mit dem Double Jump. Das macht richtig Spaß, auch mit den ganzen Kombos, die man hier hat. Ja, das ganze Kampfsystem basiert auf Kombos. Also hast du hier diese Zombies, hast du die hier schon? Zombies habe ich alle, ja. Okay, gut, dann nehme ich den. Das ist schon alles gegessen. Oh, ein Kaninchen, das muss ich töten, Moment. Was war das Wolper-Dinger-Ding in Ruhe? Das ist, ja. Das ist potthässlich. Vergift der Schnapperratte? Ich glaube, dann müssen wir da auch noch was holen, ja? Nee. Sicher? Ja, sicher. Ach doch, sogar, tatsächlich. Oh. Rohe Beschwörungskugel. Aha. Ausrüstungsverbesserung. Gut, das System, das kenne ich aus Roots of Magic. Man kann die Ausrüstung irgendwie verbessern. Aber darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Du findest immer die ganzen Items und ich immer bloß Fett. Und du, ja, das bin ich gewohnt. Ich tue immer alles und andere profitieren davon. Super. Okay. Ah, komm, Schnapperratte. Okay, ich habe ein Steak. Schön. Achso, ich wollte mal testen, kämpft mein Drache eigentlich mit, wenn ich den rufe? Wenn ich jetzt Alt-F1 drücke, oder? Komm mal her. Ja, Tatsache. Wie cool. Lucy 40, die Alte. Ich will meinen auch rufen. Komm her. Zack. Schön. Wir brauchen noch, was brauchen wir noch? Ein Steak brauche ich noch. Ja, ich brauche auch noch ein Steak. Jetzt habe ich aber schon einen Oststeak angegriffen, ja. Wir müssen sogar Schafe sammeln, sehe ich gerade. Ja. Habe ich auch gerade gesehen. Mäh. Oh, ein Bogen. Ja, da ist ein Bogen drin. Achso, ich kann nicht. Ich mal ja, ich muss mir den gerade mal. Lass ihn nicht looten, ich will ihn dir verkaufen. Nein, komm, ich mach mal einfach hier aufgeben. Zack. Wir wollen ist ja mal nicht hier so sein. Ach, okay. Ich hau in der Zeit schon mal eine neue Ratte. Nee, wobei der gar nicht so toll ist, ehrlich gesagt. Sehe ich gerade, habe ich vergessen. Ich hab mir noch gar nicht angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe gerade so ein bisschen verglichen und auf dem Bogen, den ich habe, da ist noch so plus Drachenmacht drauf und so weiter. Und ich glaube, das brauche ich dann wohl eher. Okay. Also zumindest mir. Aber es klingt gut. Ja, gell? Ich will's haben. So, jetzt sind hier aber keine Ratten mehr in der Nähe, oder? Doch, hier hinten. Achso, dann was? Ich komme. Ja. Mal hier. Zim. Ich hab doch meinen. Ach, das verbraucht AP. Blitzschritt. Und dann nehme ich mal hier direkt. Irgendeiner davon wird schon ein Steak haben, oder? Ja, hier, meiner. Ich weiß nicht, wie die Musik bei dir gerade ist, aber bei mir ist sie gerade wirklich episch. Ja, so Auenland-mäßig. Mal wieder. Das ist toll. Oh, Entschuldigung. Böse Husten. Ja, jetzt habe ich auch die Steaks alle. Ja. Wir müssen noch was registrieren und noch Schafe sammeln. Genau. Ein Ortswechselpunkt registrieren. Kann ich eigentlich hoffentlich draufsteigen? Nee. Mit den Drachen. Ich sag doch gar nichts. Ja, du lachst schon wieder so komisch. Okay, fliegen wir einfach mal wieder hoch, oder? Ja, schon. Siehst du das da auf der Minimap da hinten, dieses braune, längliche Zeichen? Da war eins, ja, das ist, glaube ich, Holz gewesen. Ach so, okay, das ist das Holz- und Pflanzending. Ja. Alles klar. Mein Name ist aber irgendwie verschwommen in der Luft. Ach so, wenn ich Richtung Himmel gehe, wird er verschwommen. Okay, warum auch? Tatsächlich. Ich steig mal einfach hier ab.
Ja. Hoffentlich habe ich jetzt nicht wieder Standbild. Nein, diesmal nicht. Ich habe nämlich ein bisschen noch was an den Grafikeinstellungen getan. Das soll jetzt nicht mehr so ruckeln. Ja, ich werde nachher, glaube ich, auch was ändern müssen. Es ruckelt schon ab und zu mal, aber... Ja. Wir geben einfach mal alles ab, oder? Ja. Alles, was gerade so ist. Und hier gibt es auch wieder eine neue Quest. Ich habe was bekommen. Schuhe oder so. Tatsächlich. Schuhe. Ja. Schuhe. Geht super los. Ja, Glückwunsch. Hab ich mir fast. Da hinten. Habe ich da jetzt irgendwas bekommen fürs Level Up? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich nicht. Ah ja, Tatsache, hier sind Schuhe. Sag ich doch Schuhe. Ach, hier stehen auch die Schafe überall rum. Oh, und eine Hose auch noch. Ach Gott. Kochkessel verwenden. Schaf, was kann ich denn mit dem Schaf machen? Irgendwie einsammeln? Wie soll das denn gehen? Schaf einsammeln, töten? Nein. Gibt's vielleicht sowas wie ein Inventar oder so? Bestimmt. Ja, auf B. Auf B. Genau, hier war der Shop. Null Probleme und Bedingungen. Ja. Haben wir da irgendwie ein Item, womit wir die Schafe einfangen müssen? Das weiß ich nicht. Moment, ich guck mal eben nach. Eine Kette. Ich zieh das einfach mal alles an, was ich hier so gefunden habe. Ja, ja. Mach ich auch so. Anfänger-Geschenkpaket. Oh, da ist Zeug drin. Aha, wir haben Vanille-Aroma bekommen. Okay. Und damit können wir scharf werden. Wir haben auch eine neue Waffe bekommen. Du hast einen Rucksack, einen Anfänger-Rucksack, den kannst du öffnen. Auch dieses Blutes of Magic. Oh, tatsächlich. Oh. Die sieht ja gut aus. Hose anziehen, klar, Schuhe anziehen. Aber eine Waffe habe ich keine bekommen. Ich glaube, das ist random, was da rauskommt. Okay, ich habe eine Waffe gekriegt. Oh, und Heiltränke, lege ich mal auf. Cool, die werde ich nämlich irgendwann mal gebrauchen. Ach, man kann das dann sogar sortieren. Nach Ausrüstung, Quest-Items, Herstellungsmaterialien. Oh, das ist aber gut. Marktplatz-Rucksack, genau, da sollten wir mal gucken. Und da haben wir auch unsere Illusionspuppe fürs Einloggen bekommen. Yay! Und einen Erfahrungstrank habe ich bekommen. Ja, ich auch. Cool. Ich benutze den jetzt einfach. Ja, 20%, ne? Ja, warum nicht? Okay. Okay. Vanille-Aroma? Wo ist denn das? Also laut Quest haben wir Vanille-Aroma bekommen, ja. Dorangras? Vielleicht war das ein Buff und wir rochen danach? Das kann sein. Wir rochen nach Vanille. Level 7 Anfänger-Geschenkpaket. Oh, das mache ich dann auch mal auf. Ja, das habe ich gerade schon aufgemacht. Aber ich finde hier tatsächlich gar keins. Ich gucke nochmal die Quests an. Mäh. Hier, also würdet ihr das tun? Ich habe hier etwas Vanillearoma. Das sollte euch dabei helfen. Geht langsam mit ihnen mit. Wenn ihr euch zu weit entfernt, werden sie den Geruch nicht mehr wahrnehmen und euch nicht folgen. Also haben wir danach wahrscheinlich gestunken. Tja. Können wir die Quest nochmal abbrechen? Stimmt, oder? Ich denke mal. Mäh. Quest aufgeben. Okay. Wo hast du das denn jetzt gemacht? Unten rechts. Ah. Jawohl. Aber ich wollte nochmal gucken, ich kann ja hier noch registriert. Ach, guck mal, ich glaube, dieser große Kristall ist dieser Ortswechselpunkt. Ich gehe da mal einfach hin und guck mal, ob ich mich da registrieren kann. Ja, ich überhole dich einfach mal mit dem Drachen. Ja, fies. Kann ich denn hier jetzt irgendwas klicken? Nö. Nee. Schwierig. Was steht hier so? Gehegeverwalter. Gehegeverwalter. Aha. Ah, ich glaube, das ist einfach bloß für zum Gehegeverwalten. Ja, dieser Stein. Zumindest denke ich das, weil daneben der Gehegeverwalter steht. Okay. Ja, das kann natürlich sein. Und da oben kann ich noch was abgeben. Ah ne, es ist hier der Transportmeister. Mhm. Ich lese mir mal die Quest hier durch mit dem Registrieren. Ja. Da oben ist die alte Jenny. Ach, das war das mit den Schafen. Ich gehe mal eben hin und gucken, ob wir da Vanille-Aroma, ob wir uns dann damit einreiben. Ah! Begebt euch hierfür zum Transportmeister hier in Helmut. Er steht nahe dem Briefkasten dort drüben. Na, wo ist der Briefkasten? Ja, da müssen wir hin. Schon bei dem Transportmeister, oder? Nee. Wir müssen da hin und Hallo sagen und dann. Ja. Hier, doch, da waren wir. Transportmeister.
Vielleicht müssen wir mit dem reden. Oh, Ortwechselpunkt registrieren. Ja, oh. Das kann bestätigen. Wir sind schlecht. Allgemein das Spiel Ortswechsel. Und das ist ja peinlich. Ja. Okay, wir haben es aber geschafft. Ja. Yippie. Ohne Probleme. Sehr gut. Hier hinten ist noch die Quest jetzt mit den Schafen. Genau, da wollte ich mal hingehen. Zur alten Jenny, die mal ursprünglich der alte Henry war, bevor sie sich operieren lassen hat. Ja gut, aber wie sie auch dran steht, ne? Also. Ja. Ja genau, okay. So. Also ich habe jetzt nicht irgendwas Buff-mäßiges oder Interaktion. Versprüht bitte etwas Vanillearoma. Ah. Eine Minute. Oh. Gut. Vielleicht wird das ja für beide gezählt. Ich geh mal hier ist ein Schaf. Ja, ich gehe auch mal da hinten hin. Hallo Schaf, hier bin ich. Schäfchen. Kuckuck, ja, komm. Komm mal her. Ah, Schaf folgt. But, 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 but. Du ein hässliches Vieh. Boah. Sagt man Put-Put bei Schafen? Hm. So, hast du das bekommen jetzt? Nee, hab ich nicht. Ist ja doof. Hast du meins bekommen? Nein. Achso, jetzt hab ich auch kein Vanillearoma mehr auf der Haut. Na gut. Okay. Versprüh nochmal was Vanillearoma. Sieht zwar eher aus, als wenn sie nicht ankotzt, aber... Komm, Schaf. Put-Put-Put. Ja, komm schon. Das ist cool. Oh mein Gott. Was, Schafe folgen euch nicht mehr, weil ihr so schnell unterwegs seid. Tut mir leid. Aber man kann bestimmt noch mehrere gleichzeitig. Nee, es geht nur eins. Echt? Ja. Habe ich vorhin sogar vorgelesen, oder? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube schon. Nicht. Schon wieder zu schnell. Was ist denn das für ein lahmes Schaf? Ich finde gar keins. Ach doch, da. Ja, komm doch. Das will nicht. Schaf folgen. Kannst ja auch rückwärts laufen. Ach, ja, ich versuch's ja. Ich mach drei Schritte und dann ist das Schäfchen weg. Ich hole mir ein anderes Aroma. Haben wir auch was Leckereres? Leckereres? Nee. Vanille ist das Leckerste. Aber doch nicht bei Schafen. So. Ja, die Schafe wollen's wohl. Vor allem, die Schafe sind überall rumschimmeln, ja. Die sind ja nicht nur an den Klippen, die sind ja in den Häusern überall. Das war ja. Oh, hier ist erst unterm Haus. Das nehme ich mir. Okay. Komm, Schaf, komm. Ich bin ganz vorsichtig. Komm. Schäfchen. Na? Ich komme mir richtig blöd Quest. Vor. Ja, ich mir auch. Es ist eine herrliche Quest auf jeden Fall. Ja. Put, put, put. Komm zur alten Jenny. Ich habe jetzt auch so ein langsames Schaf. Und als Belohnung kriegen wir bestimmt einen Pullover. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt schon zwei, wow. Ich habe gleich mein viertes. Ist Buni die Schafflüsterin. Ja. Komm her, Schaf. Das ist mein Schaf. Was? Gib's mir. Du hast es mir gerade gestohlen. Nein. Aber da kam gerade die Warnung, dass sie euch, also mir, nicht mehr folgen. Komm her, Schaf. Hallo, Hallo. Schaf. Jetzt Schaf folgt, okay. Ah, jetzt hat. Schnüffel mal. Ach nee, Schaf, jetzt komm doch. Komm. Echt schafige Probleme hier. So, jetzt aber 4 von 5. Was? Hier, sprüh mich nochmal voll. Wenn der Buff ein bisschen länger halten würde, ne? Ja, das wäre wenigstens was. Da, das ist ein schnelles Schaf. Du Sprinter. Wahnsinn. Ja, eins im Haus. Komm her. Fertig. Das gibt's auch nicht. Das Schaf ignoriert mich. Wie gemein. Ja, komm. Blödes Huftier. Ich sehe die Musik aber gerade gut laut, du. Ja, bei mir auch ab und zu. Da ist noch ein Schaf. Nee, das hat der Typ hier. Gib mir dein Schaf! Ich muss mich nochmal eben einsprühen. Achso, ich wollte nochmal gerade gucken. Ich habe in der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich diese Drachenenergie-Skills nicht habe. Ja. Und da haben wir festgestellt, dass es wahrscheinlich klassenabhängig ist. Denke ich mir jetzt, ne? Ja. Weil... Ich glaube, bei Hardy sind sie ja nahkampfmäßig unterwegs. Und genau. Da ich ja ein Fernkämpfer bin, kann ich das wohl nicht. Die Frage ist, kann man die nur verwenden, wenn man diesen Drachen gerade aktiv hat? Oder? Müsstest du mal testen. Werden wir bestimmt noch herausfinden. Also jetzt habe ich ja den einen Drachen aktiv, aber man kann ja bestimmt mehrere Drachen haben, oder? Ich denke mal, klar. Gerade wenn hier so ein Gehege ist. Mal gucken,
habe ich die Quest auch fertig. Endlich. Yay. Ich habe einen neuen Skin erhalten. So? Wie war denn das nochmal? C? K. K. Dankeschön, gut, dass du da bist. Was habe ich denn jetzt hier gelernt? Ortswechsel habe ich gelernt. Ob es ja, sonst? Stimmt. Ja, das hatte ich auch. Ja. Okay. Oh, sonst nicht mehr. Wo ist denn der? Ach da, allgemeine Skills. Hm. Teleportiere dich an 60 Minuten Abklickzeit. Okay, das ist sowas wie der Ruhestein, ne? Geh ich mal ja, raus. Denke ich mal. So, jetzt habe ich noch eine Quest. Die Wurzel des Übels. Genau, der Zombie-Manipulator. Wollen wir hinfliegen? Ja, claro. Wo haben wir es denn? Ach, da unten. Da unten, ja. Zooms. Ach, hier gibt's keinen Autowalk sozusagen. Hier gibt's sowas nicht. Gibt's bestimmt, kann man bestimmt einstellen. Ja, normalerweise ist es bei meinen Spielen immer eingestellt auf eine Maustaste, aber irgendwie. Ja. Oh. Ich merk's auch gerade. Zombie-Manipulator, okay. Was müssen wir dafür tun? Ja, hätte ich jetzt lesen sollen. Ich lese mal kurz. Ach hier, das sind doch diese Zombie-Mann. Du weißt schon. Ne? Ja, klar. Ach, wenn ich auf dem Drachen sitze, habe ich eine eigene Skillbase, oder? Ja. Ich bin gespannt, was da noch reinkommt. Grüße. Also, schön, das zählt auch für mich. Gott sei Dank. Ja. Da kommt ja. Also dafür, dass ich Fernkämpfer bin, bin ich ziemlich nah am Ziel. Ganz schön ab. Tja. Oh, Level 9. Jawohl, Vergeltungsstützen. Okay, ich habe Skorpionsstiche drin. Ich kann mal kurz reinziehen. Ja, mal eben schauen, was das ist. Wo ist das denn bei mir? Viele Fähigkeiten. Da. Vergeltungsstützen. 100 Aktionspunkte, okay. Ja, ich nehme es einfach mit rein hier. Meinst du es irgendwie nicht da? Okay. Hast du mal alle Reiter durchgeguckt? Ja. Komisch. Aber diese Erlösung habe ich auch irgendwo nicht. Hm. Vielleicht ein bisschen buggy. Oder so. Nee. Es wäre ja schade, wenn es schon auf dem Level irgendwie buggy wäre. Mal gucken. Hm, okay. Naja, ich habe übrigens alle wieder fertig hier. Ach so. Ja, ich auch. Man muss ziemlich wenige immer töten. Von denen, die. Ja, noch wahrscheinlich, ne? Ja. Zack, guck mal, hier ist ein Baum. Wolltest du denn mal holzen? Ja. Da finde ich nämlich die Blume dahinter. Ein Wasserweidenblock. Gras erhalten. Haben wir wieder was zu rauchen nach der Aufnahme. Ich habe übrigens, nur damit du Bescheid weißt, keinen Timer gestellt. Das ist nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Aber du siehst es ja bestimmt in deiner Aufnahme, oder? Nee. Verdammt. Ich habe gehofft. Ja gut, wir können ja einfach mal. Ich kann höchstens Moment eben. Ach, nichts Unüberlegtes. Wir sind bei 19 Minuten. Schon. Oh, was? Ja. Nee. Tatsache? Ich guck grad mal. Beziehungsweise nein, sind wir nicht ganz genau. Wir sind ein bisschen drunter noch. So bei 17. Dann machen wir nochmal so 3 Minütchen. Ja. Das sollte ja ganz gut sein. Ja, sollen wir nochmal eben zurück? Ja, na klar. Logisch. Was ist das denn? Wenn ich N drücke, drück mal N. Ich drück mal N. Ihr müsst mindestens Level 15 sein. Und die Meisterschaftsquest beendet. Oh, ja, okay. Ja, was auch immer das heißt. Na, das sagt schon mal, dass wir auf Level 15 schon eine Meisterschaftsquest hatten. Ja, geht nach Helmus und helft dem dortigen Jäger auf der Brücke im Südwesten. Dann machen wir das doch mal. Aber natürlich. Wo ist der Jäger? Ich weiß nicht. Du bist hier die Navigatorin. Ja, Oh, was ist das denn über uns? Was denn? Huch! Was zur... Leicht vom Fleisch gefallen, der Kollege. Hohoho. Knochensack. So, ja. Brücke südwestlich. Okay, Ich hab schon wieder jetzt, Ruckla Grande. Ja, dito. Keine Rückmeldung. Ah doch, jetzt. Ich glaube, das ist, wenn du in die Stadt hineingehst, kann das sein? Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, weil hier, wenn ich hier so ein bisschen rumguck, hier sind schon ziemlich viele Spieler eigentlich. Ja, richtig. Vielleicht könnte man den Kanal in der nächsten Aufnahme versuchen zu wechseln irgendwie. Ja, das wäre super. Huh, ich bin abgestiegen. Oh nein. Und runtergefallen. Lebst du noch? Ja, du lebst noch.
Ja. Wenn mein Herz kurz gepocht hat. So. Ja, ich hab. Ich hab hier nur. Eben, ich hab auf der Karte auch bloß immer noch die Zombie-Manipulatoren angezeigt. Südwestlicher Jäger. Oh. Boah, das ruckelt aber jetzt ganz schön enorm hier drin. Ich lies mal ganz kurz. Jäger Raymond hier. Haben wir hier. Wörtchen Jäger auf der Brücke, aber auch welche Brücke? Auf der Brücke, Okay, im Südwesten, wieso sollte es hier eine Brücke geben? Guck mal kurz, nie ohne Seife waschen. Hier. Aber hier ist doch. Ah, ist das eine Brücke? Ich guck mal ganz kurz dahin. Ich schau mal genau. Ich geh mal hier hoch einfach. Wenn ich dann irgendwie schaffe bei den FPS, die ich gerade habe. Komisch, dass es bei dir so ruckelt. Ist es gerade Tag geworden? Kann gut sein, ja. Wie unfassbar hell es auf einmal ist. Ja. Aber wenn ich mich ein bisschen aus dem Stadtzentrum entferne, dann ruckelt es auch nicht mehr so. Das ist ganz gut. Okay. Tja, Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Ich bin auf dem Dach. Da hinten steht auch noch einer. Das ist ein sehr Südwestseil. Ich guck mal, kann man da irgendwie hochklettern? Hier, Interaktion. Wer ist denn das? So, NPC-Standort. Ah, hier. Ich habe ihn. Nein, ich habe ihn nicht. Das bist ja du. Okay, dann würde ich einfach sagen, dass wir uns in der nächsten Aufnahme mal nach dem Jägerchen umsehen. Ja, gute Idee. Wo auch immer der ist. Was ist denn das hier? Ja, okay. Hallo. Ich versuche nochmal eben diesen Jäger Raymond anzuquatschen. Nee, passiert nichts. Okay, dann schön, danke fürs Zuschauen. Ja, danke euch und hat viel euch Spaß auch. Hat euch genauso viel Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.